Vor ein paar Tagen hat die Finanz und Wirtschaft einen ganz spannenden Artikel veröffentlicht. Und das ist dieser hier. Mit dem Titel, diese Länder sind günstig bewertet. Was die Finanz und Wirtschaft hier argumentiert ist, dass im Jahr 2016 die sogenannte Value-Strategie sehr erfolgreich war. Unter der Value-Strategie versteht man, dass Anleger in Unternehmen, die im Verhältnis zu ihrer Größe relativ günstig bewertet sind. Und das macht sehr viel Sinn, denn schon 1949 hat Benjamin Graham gesagt, man soll sich auf Value-Unternehmen fokussieren. Warren Buffett hat daraufhin damit sehr, sehr viel Geld verdient und Robert Shiller hat später sogar den Nobelpreis dafür erhalten, dass er gezeigt hat, dass mit der Value-Strategie tatsächlich Geld verdient werden kann. Die Frage ist nun aber diese, funktioniert das auch bei Märkten? Denn die Finanz und Wirtschaft impliziert, wenn man einen Markt hat, der ein guter Value ist, dann soll man dort investieren, wie zum Beispiel hier beim Bild in Moskau. Schauen wir mal, was Obermatt mit der Value-Strategie 2016 erreicht hat. Wir sehen hier die Renditen der Top 10 Aktien in jeder Strategie. Und die Value-Strategie war eindeutig die beste. Die Value-Strategie hatte mit über 8% die höchste Rendite erzielt. Die Wachstumsstrategie und auch die Sicherheitsstrategie hatten keine Chance. Und sogar die kombinierte Strategie war schlechter. Das Positive allerdings ist, dass alle vier Strategien bei Obermatt eine bessere Rendite als die entsprechenden Aktienmärkten erhalten haben. Und was auch schön ist, wenn wir das auf den Märkten selber anschauen, wenn wir schauen, was sind denn jetzt wirklich die spannenden Value-Märkte, dann haben wir die ganz ähnlichen Namen wie auch die Finanz- und Wirtschaft. Also es ist Japan, Korea, Taiwan, eben Russland, aber auch in der Schweiz, in Europa, Frankreich, England, Milano, also Italien und Portugal sind gut bewertet. Nun, das erste Problem bei der Value-Strategie sieht man aber hier. Wir haben nämlich zusätzlich noch den kombinierten Rang aufgeführt, also welche dieser Märkte eben auch gut sind im kombinierten in der kombinierten Wertung. Und da sieht man, die ersten drei Märkte, die besonders günstig sind, sind gar nicht besonders gut in der kombinierten Performance. Der einzige Markt, der auch ein hohes kombiniertes Ranking hat, ist Russland. Nun muss man sich selber überlegen, ob man dort investieren möchte. Das größere Problem ist aber ein anderes. Macht es überhaupt Sinn, in einen gut bewerteten Markt zu investieren, wie das hier die Finanz- und Wirtschaft argumentiert? Und das haben wir uns bei Obermatt schon lange überlegt. Und jedes Mal, wenn wir die Zahlen anschauen, kommen wir leider zum selben Schluss. Märkte sind sehr vernünftig bewertet. Wenn man also einen Markt findet, der günstig bewertet ist als Ganzes, dann ist das in der Regel gerechtfertigt. Und wir können das wie folgt beweisen. Wir haben nämlich geschaut, über die letzten drei Jahre in 50 verschiedenen Märkten, welche Märkte wirklich guten Value haben und haben das der Rendite gegenübergestellt, die diese Märkte im Folgejahr erzielten. Und das sehen wir hier. Was Sie hier sehen, ist die Korrelation zwischen dem Value eines Marktes und seiner Rendite im Folgejahr. Also hier auf der horizontalen Achse haben wir den Value. Je höher der Value, hier oben sind das ganz gute Firmen mit sehr viel, ganz gute Märkte mit sehr viel Value. Und hier unten sind es Märkte mit sehr wenig Value. Und das haben wir gegenübergestellt der absoluten Rendite, also der Aktienrendite, die Sie dann später haben. Und das ist hier aufgeführt. Also die besten Aktien mit der besten Rendite, die besten Märkte mit der besten Rendite sind hier oben. Und das Enttäuschende, muss man schon sagen, das Enttäuschende ist, dass die Korrelation sogar nach unten verweist. Also je besser der Value eines Marktes, desto tiefer ist die Rendite. Aber was eigentlich noch viel schlimmer ist, ist die Tatsache, dass wir überhaupt keine Korrelation zwischen Value und absoluter Rendite feststellen können. Wenn Sie also heute in einen guten Value-Markt investieren, bedeutet das nicht, dass Sie eine gute Rendite haben werden aus diesem Grund. Ich finde das wichtig, denn wenn Sie investieren, wissen Sie nun, dass Sie auf diese Themen keine Beachtung schenken müssen. Investieren wird wieder viel, viel einfacher. Wo Sie investieren, ist abhängig von wo Sie investieren wollen und nicht von einer komplexen Analyse. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim selber investieren.